Der 23.11. lässt uns in eine neue Woche im Jahr 2020 starten, im Angang auf den Advent. Willkommen zu unserem Go for Peace Impuls. So ein Sparschwein ist ja was Wunderbares, vor allem, wie ihr hört, wenn was drin ist. Genauso wie ein Opferkasten. Wir freuen uns immer, wenn was drin ist. Und oft sind das ja die Orte, die am stillsten sind in der Kirche, weil so wenig reinfällt. Jesus gebraucht heute diesen Opferkasten und er sagt im 21. Kapitel von Lukas, er sah, wie viele Reiche ihre Gaben in den Opferkasten legten, dann sah er auch eine arme Witwe, die zwei kleine Münzen hineinwarf. Also, ihr wart wahrscheinlich enttäuscht, als ihr gehört habt, dass hier nur 1 Cent-Stücke drin sind. Und Jesus sagt im Hinblick auf die Witwe, die diese zwei kleinen Münzen reingeworfen hat, wahrhaftig, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr hineingeworfen als alle anderen, denn sie alle haben nur etwas von ihrem Überfluss geopfert. Die Frau aber, die kaum das Nötigste zum Leben hat, sie hat ihren ganzen Lebensunterhalt hergegeben. Also, für Jesus ist nicht entscheidend, was drin ist im Opferkasten oder im Sparschwein, sondern aus welcher Haltung das gekommen ist. Also er möchte im Grunde, dass aus unserem Herzen die Dinge kommen. Denn nur das, was von Herzen kommt, berührt auch das Herz des anderen. Hier stehen über 100 Geschenke jetzt bei uns in der Eingangshalle für Bosnien. Die sind zum Teil so schön eingepackt. Und als ich die abgeholt habe an der Hauptschule, an der Gesamtschule hier in Kamen, bei der Caritas hier und in unseren beiden Vereinen und von Einzelpersonen, da habe ich immer gespürt, mit wie viel Herzblut die gepackt worden waren. Und eine Lehrerin an der Hauptschule sagte mir noch, ach, das ist so schön, unsere Siebtklässler, die haben das mit so einer Inbrunst gemacht. Und ein Mädchen, das ein bisschen lernbehindert ist, das war so davon angetan, dass sie gegoogelt hat, rausgekriegt hat, wo die Päckchen hingehen nach Bosnien und auch rausgekriegt hat, dass das mit unserem großen Friedensmahner, vor der Hauptschule steht ja auch einer, zu tun hat. Und sie hat die ganze Klasse durch ihre Freude angesteckt, weil sie im Grunde ihr Herz hat sprechen lassen. Und dann haben die wirklich 30 wunderschöne Pakete hergegeben, weil dieses Mädchen wirklich ihr Herz hat sprechen lassen und ihr Herz geschenkt hat. Also, für diesen heutigen Montag gilt, gib mit Herz. Give with your heart. Ich wünsche euch einen herzlichen Tag.